Ich habe zwei Betriebe angeschaut. Die Besucher waren wirklich begeisternd, muss ich gerade dazu sagen. Erst die Innung, Sanitär, Heizung, Klima. Da hat man gesehen, wie die Umschulung für neue Klimatechnologien von den Menschen mit großem Enthusiasmus aufgenommen wurde. Und zwar Leute, die insgesamt an das Berufsfeld rangeführt wurden, also aus der Arbeitslosigkeit jetzt tatsächlich in der Ausbildung sind, wie Leute, die schon ausgebildet waren und sich jetzt fortbilden, sodass wir also den Hochlauf der klimaneutralen Wärme durch die Menschen jetzt sehen, konkret sehen. So, und dann hier bei Mercedes-Benz in Berlin, wo eine Halle, Hallen, muss man sagen, wo noch vor 2 Jahren der Verbrennungsmotor gebaut wurde, umgewandelt wird zu einem Digital Hub, wo die Menschen, die als Mechatroniker hier Maschinen geschraubt haben, Verbrennungsmotoren zusammengeschraubt haben, jetzt Computer programmieren, Roboter schulen, beziehungsweise die nächste digitale Transformation selber voranbringen. Auch dafür gab es eigene Programme, die hier aufgelegt wurden, auch weil das Unternehmen weiß, dass die Menschen, die hier arbeiten, die also aus der Fertigung kommen, mehr internes Wissen mitbringen als nur jemand, der von außen kommt. Also da kommen zwei Dinge zusammen. Das Know-how der Menschen, das genutzt werden kann für dann die nächste Form der Programmierung, aber auch natürlich die Lust der Menschen, was Neues zu machen. Und wenn es stimmt, was der Betriebsrat mir gesagt hat, dann verwandelt sich Angst, Sorge vor Veränderung hier zu einem Enthusiasmus, was Neues zu schaffen. Danke für diesen Tag.